Okay, hör mir jetzt gut zu. Es gab hier eine unerwartete Entwicklung. Und ich muss dir ganz offen sagen, wir müssen etwas nachbessern. Und da gibt's noch was anderes. Nur keine Angst. Du hast ein Gas eingeatmet. Es wird dir aber keinen Schaden zufügen. Es hat nur eine kleine Nebenwirkung. Du könntest Dinge sehen, die gar nicht wirklich da sind. Weshalb ich dir nicht ganz ohne Bedenken so viel Feuerkraft in die Hand gebe. Aber du musst dich schließlich schützen. Der Psychopath von vorhin ist immer noch frei. Also rate ich dir, fahr weiter. Und ich rate dir, pass gut auf. So, moin Leute, Luke hier und willkommen zu Undeldorn Rush of Blood. Oh, das Level mit den Schweinen. Ich hab die irgendwie... Ja, mal wieder Rush of Blood hier. Wo wurde auch endlich mal Zeit, oder? Jetzt mal mehr. Oh Mann, oh Mann, es fängt ja schon mal wieder sehr gut an, oder? Ich bin ausgewichen. Guckt euch das an. Oh Gott. Wie krass das ist, Mann. Scheiße. Die Männer mit dem Schweinekorb. Bam, Junge. LOL. Trophäe. Oh yeah, Backup. Leute. Oh Gott, ja, wieso? Oh mein Gott. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was hier war. Ich glaube, hier war eigentlich gar nichts. Nee, nichts wirklich, außer dass man auf einmal schräg fährt.
Ja. Beruhig dich. Sei nicht so, beruhig dich. Oh lol, ich hab's mir irgendwie gedacht, dass da irgendwas drin sein muss. Was kam jetzt? Ach. Nee, was kam denn jetzt nochmal? War hier nicht Ende? Clown. Clown-Typen. Das ist auch so ekelhaft wieder. So ekelhaft. Wie ist das einfach? Ne. 5 von 10. Ja, mal wieder. Naja, da mal wieder was geschafft hier. Durch die Qualen durch. Wie kann man hier so viele Punkte machen? Ich verstehe es nicht. Gut, dann würde ich sagen, war es das hier? Irgendwie war das kurz. Ich glaube, das ist. War das? Ich hatte sie entweder nur kurz angefühlt oder sie war wirklich kurz. Auf jeden Fall bedanke ich mich denn hier fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Kapitel wieder. Oder wie auch immer man das nennt. Bis dann und ciao!